Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir haben in der letzten Folge mit diesem Restaurant angefangen und da machen wir heute weiter. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, also die Bar sieht halt so echt nicht gut aus. Ich habe mich entschlossen, das Ganze jetzt doch mit einem Braustand zu machen. Also hier kommen Braustände zumindest drauf. Orange. Das Nice ist nämlich, man kann tatsächlich Getränke mit verschiedenen Farben mit Commands erzeugen. Und das Gute ist, die haben nicht diesen magischen Effekt. So. Dann Rot vielleicht noch. So ein schönes Lila. Türkis finde ich auch gut. So was Gelbliches hier. So, und dann machen wir als letztes noch komplett weiß. Das ist doch schön. So. So. Hier mache ich dann auch weiter diesen Steinboden. Obwohl, die Dora finde ich eigentlich besser, ja. Die passt, glaube ich, irgendwie besser. So. Woraus mache ich die Wände? Lapis wäre ja eigentlich schon cool, so, ne? Eine Sache habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Das sieht jetzt aus wie ein verdammtes Schwimmbad. Das war eigentlich nicht so ganz der Plan. Ja, ich glaube, das ist besser. So, was nehme ich für die Decke? Die Decke vielleicht Lapis? Ich glaube, das könnte funktionieren tatsächlich. Ja, als Decke geht das. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das besser finde mit Redstone als Herdplatten oder das, was ich unten gemacht habe mit den Fire Charges. Ich glaube tatsächlich ich finde die Fire Charges besser. So. Die können da weg. So. Okay, dann da noch Haken dran. Das sind Waschbecken. So, da kommt eine Arbeitsfläche hin. Und dann mache ich da oben drüber. Und da sind dann so
Das sind so frische Gewürze, was weiß ich, so Petersilie oder sowas. Genau, Pilze. Naja, gut, Pilze macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Egal. Bambus. Muss man halt ein bisschen Vorstellungskraft haben. So. Kann man die hin? Ja. Sieht auch nämlich nicht schlecht aus. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Auswahl an Gewürzen. Okay. Großer Schrank, wo natürlich das Ganze. Oh, warte. Das funktioniert nicht, weil dann müsste ich zwei Türen hier drauf machen. Aber was natürlich geht, ist, wenn ich das so mache. Das funktioniert. Die Tür hier muss aber noch in die andere Richtung. So. Kann man hier nämlich reingehen? Perfekt. Ja, das ist super. Genau, eine Sache ist mir noch eingefallen bei der Bar. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo ich das am geschicktesten hinpacke. Nehmen wir hier nämlich zwei Fässer. Obwohl, ich glaube, die kann ich eigentlich auch super in die Wand reinmachen. Und da kommen dann Haken dran. Schön Bierfässer, wo man sich dann ein Bier zapfen kann. Beziehungsweise wo dann der Barkeeper ein Bier zapfen kann. So, dann mache ich hier erstmal einen recht großen Tisch hin. Warum schmeiße ich eigentlich den Debug-Stick gerade die ganze Zeit aus dem Inventar? Das ist eigentlich komplett bescheuert, was ich hier gerade mache, ne? Ich glaube, das ist viel besser, wenn ich, wenn ich das so mache. Das sieht deutlich besser aus, weil dann hat man die. So, ja, das sieht viel besser aus. Viel, viel besser. Die Decke muss ich natürlich auch noch machen. Ich denke mal, könnte man da noch einen Tisch hinmachen. Und dann vielleicht da noch so ein klein.
So, gut. Damit haben wir die unterste Etage komplett fertig. Das heißt, als nächstes bauen wir dann oben die Terrassen. Das aber dann in der nächsten Folge. Bis dann.